bei dem letzten Spiel, dass jetzt alle sich erstmal regenerieren und voller Spannung auf das Match, das jetzt bevorsteht, schauen. Wir gucken uns einmal die Gruppe B an, um nochmal zu sehen, wie knapp das alles ist. Jetzt spielt Island gegen die Türkei. Rurik ist bereits im Halbfinale, aber Eko könnte ebenfalls durch einen Sieg und ein gutes Spiel und viele Tore seine Chance wahren und den Druck auf Puffy, der das natürlich nicht wahrhaben will, erhöhen. Wir sind gespannt, wie diese Partie ausgeht. Lässt es Rurik ruhig angehen und wartet auf seine Chance und geht Eko aggressiv in den Zweikampf. Hier ist die Partie Island gegen die Türkei. Und die große Chance für Eko Fresh einzuziehen, vielleicht ins Halbfinale, das wäre was. Mensch, was für eine Leistung von Eko Fresh. Er ist da und deutlich besser da als bei den letzten Autoball-Weltmeisterschaften. Also wenn der sich so sehr steigert bei jeder Autoball-WM, wird er 2030 Autoball-Weltmeister. Blick rein zu Rurik Gislason. Der Junge ist durch. Es wird schwer für Eko. Aber der ist richtig voller Adrenalin. Nach seinem tollen zweiten Spiel, nach seinem ersten Sieg bei einer Autoball-WM. Eko Fresh, ja, die Hupe, ich glaube, die kommt von Eko. Denn Fakt ist, Gislason braucht den Sieg nicht. Eko Fresh schon. Oh, er legt ihn Eko vor. Ein Fehler, den er ganz schnell wieder wegradiert. Rurik Gislason, der bei seinem Debüt gleich zweimal gewonnen hat. Was macht er in Spiel 3? Macht den Ball nicht kaputt. Gislason rödelt. Und Eko rotiert. Und jetzt ist er abgepfiffen. Denn das wurde nichts mehr. Aber guckt euch das Gesicht von Eko an. Der hat doch was vor. Der will doch unbedingt. So, und Gislason in der Defensive sehr vernunftbegabt, muss man sagen. Während Eko mit voller Emotion spielt. Und hier durchaus auch Fans in der Halle hat, Eko Fresh. Ist das so, Hannover? Und er würde mit einem Sieg Sebastian Puffpaff natürlich enorm unter Druck setzen. Das ist die deutsche Gruppe hier. Und Eko ist derjenige, der pressiert. Aber jetzt kommt die bekannte Konterstärke von Gislason. Das kann er, der Isländer. Erstmal kommen lassen, gucken, was passiert. Und ihn reindübeln. 1-0 Island. Kalt, kälter Gislason. Wahnsinn. Also Eko mit der Spielverantwortung. Aber Island schafft harte Fakten. Dieses schräge Anfahren. Ich weiß nach wie vor nicht, ob Eko das extra macht. Aber er sorgt auf jeden Fall beim Gegner für Verwirrung. Einen Sieg hat er geholt. Falls Sie später eingeschaltet haben. Ja, Eko Fresh, der bisher der Prügelknabe gewesen ist bei den Autoball-Weltmeisterschaften, hat einen Sieg eingefahren. Und ist jetzt auch auf einem Niveau mit Gislason, der auf Nummer sicher geht. Gislason ganz gut beim Rückwärtsgang. Eko macht Sachen, von denen er selbst nicht ganz weiß, was daraus wird. Aber ist egal, wenn am Ende dann irgendwie ein Tor rausspringt. Gislason richtet erstmal den Seitenspiegel. Warum auch nicht? Ist total entspannt. Der isländische EM-Held von 2016, der sich mit seiner Truppe, mit den isländischen Nationalspielern von 2016 auch getroffen hat, ist aus Reykjavik direkt nach Hannover gekommen. Es hat einen Film gegeben über die Nationalmannschaft von Island.
von Torwart Hannes Halldórsson dreht er jetzt seinen ganz persönlichen Erfolgsfilm. Thema Autoball. Aber es ist richtig schwer gegen einen freshen Eko Fresh. Und nein. Eko nimmt Anlauf. Er reiht sich auf jeden Fall auf. Aber Gislason kontert. Sein Licht scheint hell wie die Polarlichter in Island. Er kontert halt so gut, lässt die anderen da rumrödeln und dann zack, gib ihm. 2-0! Und er muss gar nicht mehr. Will aber unbedingt, glaube ich, seine weiße Weste behalten. Das heißt, wenn er das Ding hier gewinnt, sind es 3 isländische Siege. Und damit wäre er definitiv ein Top-Favorit auf den Titel. Wer ist denn hier für Island? Wer ist für Rurik? Knappes Ding. Was geht noch bei Eko? Sind die Fans von Eko Fresh da? Eko, absolute Leistungssteigerung im Vergleich zu den letzten Autoball-Weltmeisterschaften. Ich ziehe meinen Hut. Eine Minute knapp hat er noch. Ich traue Eko alles zu. Raus mit Applaus. Wahrscheinlich, er findet den Gang nicht. Er findet den Gang nicht. Jetzt findet er ihn. Und das ist ein bisschen zu spät. Oh, minimalistisch. Oh, das ist so fies. Gislason, wow, das ist so fies. Er lässt Eko noch die Hoffnung. Und Eko, das ist ganz fies für ihn, wie beim Pflaster abziehen. Er weiß, es wird jetzt wehtun und kann es doch nicht mehr ändern. Auf den Punkt. Ein gutes Island-Pony springt immer nur so hoch, wie es muss. Er lässt ihm nicht mal den Anschlusstreffer. Gislason, eiskalt. Eiskalt. Und er hat jetzt noch 15 Sekunden Zeit, sogar auf 4-0 zu stellen. Ist das cool? Ist das cool? Ein eiskalter isländischer Pflock ins Herz von Eko Fresh. 4-0. Wir haben einen Halbfinalisten. Der heißt Rurik Gislason. 9 Sekunden hat Eko noch. Gibt's noch mal einen Ehrentreffer für Eko Fresh, der hier einen sensationellen Sieg eingefahren hat. Der Scheibenwischer ist wieder da, jawohl. Und ich glaube, er fordert euch auf, Hannover. Er hat mit komplett offenem Visier gespielt. Das war kein Autoballschach, das war komplette Leidenschaft von Eko Fresh. Es sind die Schlusssekunden. Island gewinnt souverän bis zum letzten Motorengeräusch. 4-0 gegen die Türkei. Alle Achtung, Rurik Gislason. Wahnsinn, hinten gewartet, bis Eko Fresh sich vertut und dann ein isländisches Jalla. Ballfern gewartet und genau da gewesen, zum richtigen Zeitpunkt zugestochen. Alle Achtung, der Zeigefinger von Gislason. Er fährt in Richtung Halbfinale. Steven, bitte. Damit baut Rurik seine Führung als Torschützenkönig aus und ist, wie gesagt, mit 3 Siegen auf jeden Fall schon einmal im Halbfinale.